Ohne Bienen gäbe es viele Nahrungsmittel nicht. Doch die fleißigen Flieger sind in Gefahr. Die Zahl der Bienenvölker sinkt dramatisch und auch die Hälfte der Wildbienenarten ist bereits bedroht. Die Imker sind gefragt. Diese geben ihr Wissen nun verstärkt an junge Kollegen weiter. Berti Unger besucht den Bienenzuchtverein in Bernstein. 30 Kilo Honig. So viel liefert ein Bienenvolk in einem durchschnittlichen Jahr. Für das Leben der Wild- und Honigbienen ist es wichtig, dass vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst immer ausreichend Nahrung zur Verfügung steht. Kommt eine Kälteperiode, müssen Bienen den Honig selbst wieder verheizen. Doch den kleinen Fliegern kann ganz einfach geholfen werden. Davor ist es sehr wichtig, jetzt im Frühjahr wegen der Futterkontrolle, dass sie wirklich rein genügend Futter drinnen haben. Das Futtervorrat sollte jetzt zwischen 6 und 8 Kilo sein. Wenn bei der Hochsaison, wenn es dann anfängt, im Mai, ist dann mehr kein Problem. Nicht? Wenn man dann die nächste Arbeit, was dann kommt, das aufsetzen, aber das ist dann schon der nächste Schritt. Wichtig ist jetzt die Reinigung, die Auswinterung, dass sie genug Futter haben, dass man auch den richtigen Frühjahrsputz dann machen kann mit den Bienen. Nicht? Bienen sind auf völlig unterschiedliche Lebensräume angewiesen, die man mit etwas Hintergrundwissen leicht zur Verfügung stellen kann. Die Blüten der Saalweide, besser bekannt als Palmkätzchen, bieten den ersten futtersuchenden Bienen Nahrung. Darum auch der dringende Appell. Weil das Eiweiß von den Pollen ist sehr eiweißhaltig und das braucht die Jungbrut. Weil das Erste, was sie natürlich haben, sind die Schneeglöckel und die Krokusse. Und wie gesagt, man soll halt wirklich schauen, dass man nicht die ganzen Palmkatzen strauchweiß anschneidet. Ich weiß schon, dass rein religiös dazugehört, aber es genügen ja dann auch kleine. Und daher appellieren wir natürlich an die, naja, Honigliebhaber und Honigkunden, lass die Palmkatzen mehr auf die Bäume und die Bienen werden uns mit süßen, naturbelassenen Qualitätshonig danken. Das Frühjahr ist ohnehin eine kritische Phase. Die Kontrollen, bei denen die Völker geöffnet werden, sollten erst nach dem Reinigungsflug erfolgen. Und da haben die Imker einiges zu tun. Ja, im Frühjahr ist das Wichtigste bei den Bienen, dass man schaut, wie stark sind sie über den Winter gekommen. Wie genau hat man natürlich rein schon im Vorjahr die Behandlung gegen die Varroa gemacht und wie stark hat man eingewintert. Und das Wichtigste ist jetzt natürlich die Futterkontrolle, denn gerade im März ist die schwierigste Zeit, wenn der Futtermangel ist, dass gerade dann über den Winter hat man braucht, dass dann verhungern und eingehen. Wo es jetzt gerade das Wichtigste, die Königin in Eilage geht. Ein durchschnittlicher Imker betreut 12 Bienenvölker. Bienenzüchter tragen dazu bei, dass diese Zahl stabil bleibt und auch die Zahl der Imker ist wieder im Steigen. Wir haben 22 aktive Mitglieder, davon betreuen wir 223 Bienenvölker. Erfreulich ist, dass wir voriges Jahr 5 neue Mitglieder dazugewonnen haben, die das Interesse für die Imkerschaft bzw. Bienenwirtschaft kennengelernt haben. Das ist natürlich sehr erfreulich. Und wir älteren Imkerkollegen fungieren als Paten und ordnet man mit ihnen das ganze Jahr durch. Vom Einwintern, Auswintern, was jetzt natürlich ist, die Frühjahrsrevision sozusagen, oder mit der Auswinterung, dass man denen natürlich zur Seite steht. Mich hat zu der Imkerei eigentlich gebracht, die letzten Jahre gesehen habe, wenn die Obstbäume im Garten blüht haben, und es gibt keine Bienen. Keine, sonst früher, vor Jahren, hat es ein Gesumme und war immer Bewegung auf die Bäume. Und habe ich gesagt, so, und jetzt bin ich in Pension. Und jetzt muss ich was dafür tun, dass, man da, dass das so was wird. Und habe mich dann angemeldet beim Imkerverein in Bernstein. Und seitdem bin ich eben Imker. Und das ist wichtig, denn eines ist klar: Würde die Biene aussterben, würde das die Welt fundamental verändern.